Willkommen zurück zu einer neuen medizinischen Folge. Dave's Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder reingedoktert bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die coolen Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir machen weiter, Freunde. Gibt es hier noch irgendwelchen spannenden Loot, den wir unbedingt mitnehmen wollen? Anscheinend nicht. Ah doch, hier drüben noch ein Lappen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Gott, ein Leben ohne Lappen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Lappen ist das Wichtigste und Heiligste im ganzen Spiel. Wir machen jetzt weiter mit der Story. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt... Oh, hier ist Holz. Dann lasst doch eine Bewertung da. Nehmt euch diese Sekunde, drückt da mal schnell drauf. Und schon ist die Welt ein besserer Ort. Zumindest für mich. Möglicherweise auch für euch. Kann man dich pimpen? Klar kann man dich pimpen. Schönes Ding. Irgendwo hier höre ich noch einen Zombie rumgurgeln. Rumjiggeln. Hey, Lady! Hat sich ausgejiggelt. Gib mir deine Ohren. Mehr Beute. Mehr Beute. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, das nehme ich mir auch noch. Wenn ich schon mal hier bin. Munition wäre sehr, sehr sexy. Yes! Ich sag Munition wäre sexy und was sagt das Spiel? Hier, Kies, hast du Munition. Okay. Dankeschön, Spiel. Oh, es wird Zeit für neue Waffen. Ich will unbedingt endlich mal neue Waffen, aber dafür muss ich meinen Ruf ein wenig verbessern. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir ganz viele Ohren besitzen und die abgeben. Weil sonst kommen wir an die neuen Wummen gar nicht ran. That's the problem. Ein Schrott geht hier noch mit. Alles klar, dann repariere ich ganz schnell noch hier mein Motorrad. Das qualmt auch schon ein bisschen. Ich krieg das hin. Ja, klar, wir bekommen das hin. So, gut. Hier 100%. Und dann nehmen wir noch hier drüben Schrott mit. Ist ja noch ein bisschen was im Auto drin. Perfekt. Und weiter geht's. Ja, wie gesagt, wir wollen ein wenig weiterkommen, was die Story angeht. Da drüben ist immer noch die Horde. Für die Horde brauchen wir einfach irgendwie ein LMG oder sowas. Oder ganz viele Granaten. Irgendwas Heftiges halt. Wie ein Scharfschütze? Wo ein Scharfschütze? Da oben? Aber ich will doch Story machen. Ich nix wollen Scharfschütze. Muss es sein. Das muss es sein. Kontaktaufnahme mit O'Brien. Warum sind die immun gegen meine Angriffe? Ich meine, wie gepanzert kann denn so ein Anzug sein? Die können gefressen werden, Sarge, aber... wie wär's, wenn wir auf dem Rückweg nochmal Halt machen? Nicht erstochen. Ich würde mir gerne ein paar Fallen ansehen. Sorry, Lieutenant O'Brien. Wie lange bleiben wir noch? Bis wir fertig sind, Corporal. Bis wir fertig sind. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Ich hab was gehört. Ich werde mal nachsehen. Ja? Ist wahrscheinlich nichts. Frisches Aas vielleicht. Okay, Doc. Lieutenant. Nicht, dass Sie selbst zu Aas werden. Nur Tiere können zu Aas werden, Corporal. Menschen nicht. Sie haben den Perimeter doch gecheckt, oder? Ja, alles okay. Okay, wir müssen ihm wahrscheinlich erstmal folgen. Ganz easy. In der LZ könnte ein Drifter sein. Nein, in der LZ ist niemand. Lieutenant O'Brien, Feldnotiz 2006. Als ich den Landeplatz erreichte, sah ich einen Schwarm Insekten. Wahrscheinlich Tabanus atratus oder Diptera. Von der Lichtung weit entfernt vom eigentlichen Ziel. Aus der Entfernung konnte ich nicht erkennen, was sie anzog, aber aufgrund der Größe des Schwarms würde ich auf frisches Aas tippen. Sollte irgendwo hier sein. Verdammt, wo ist das? Ah, hier ist es.
Na, ja, über die Zombies wissen wir eigentlich gar nichts. Also wir wissen nicht, ist das ein Virus? Der Hooligan-Stamm? What? Was? Geh mal da drüben hin. Und wir schnappen uns ihn hier. Tja, sieh's mal so, du armer Teufel. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wäre doch mal was. Oh-oh. Was willst du? Hau ab! Ich will nur reden. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten, also Zivilisten, keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja? Das tue ich. Wie? Wie ist das möglich, also, O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay. Du warst da. In der Nacht. In Farewell. In der nächsten Nacht waren das Flüchtlingslager und die Helis. Alle waren tot. Abgeschlachtet. Zerfetzt. In Stücke gerissen. Okay, hör zu. Entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in dein Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot, also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernhardt wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute? Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie überlebt? Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau... Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie in Feldlazarett. Ich habe sie gerettet. O'Brien, Bericht. Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wo sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre... Egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne. Tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. Er hat da was falsch verstanden. Es war nicht meine Frau, sondern meine Schwester, O'Brien. Meine Schwester. Meine Schwesterfrau. O'Brien. O'Brien, er lebt. Wie zum Teufel kann das sein? Naja, war ja in einem anderen Camp. Richtung Süden. Er sagte, er gab ihr Sauerstoff und eine Infusion. Hielt sie am Leben. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht, aber... sie ins Feldlazarett. Er hat sie gerettet, hat er gesagt. Er hat sie gerettet. Oh. Sie könnte also noch am... Nein, 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 das kann nicht sein, nein. Aber O'Brien lebt noch. Wenn er noch lebt, dann vielleicht...
Wisst ihr, was ich viel, viel schlimmer finde? Kontaminierte Luft? Ich meine, what? Ich dachte, nur ein Biss kann dich vielleicht... Dick, bist du da? Hey, Bushman, ich hab dich doch gefragt, ob du dich an diesen Neuropenner O'Brien erinnerst. Ja, Dick, es ist alles etwas verschwommen. Ja, okay, dann schlaf erst mal eine Runde. Ich erzähl's dir später. Hey, halt die Klappe, verdammt! Sorry. Hier drin ist die Hölle los. Sie ist... Eddie ist raus, um was zu holen. Ich weiß nicht was. Wann hauen wir denn ab? Dick? Ah, bald, Boozer. Sehr bald. Hör zu. Sobald es deinem Arm besser geht, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Ich hab da jemanden gesehen. Ach! Was sind das hier für Leute? Sobald es deinem Arm besser geht, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Ja, Dick. Okay. Mehr Munition. Okay, da drüben sind ja noch mehr von denen. Ah, die Armbrust ist echt geil, Leute. O'Brien. Hörst du mich? O'Brien? Verfluchter Mistkerl, wenn du dich nicht meldest, dann... Ich weiß, dass du auf dem verdammten Kanal bist! Okay, also wenn du dich nicht bei mir meldest, dann komm ich zu dir! Hast du mich verstanden? Ach Gott, verdammt, jetzt komm schon! O'Brien, melde dich! Bist du ein Sniper? Nix von O'Brien. Einer ist hier noch am Leben, der könnte oben sein. Okay, wie viel Munition haben wir denn noch? Einmal voll wenigstens, das ist ganz gut. Geht doch. Okay, du bist irgendwo da oben. Ach, da bist du. Irgendwann muss ich stehen bleiben. Komm mal hier, ich mach dich fertig. Kleiner Lutscher, du. Gut. Was haben wir hier schönes? Rauchbombe. Hatten wir nicht schon Rauchbombe? Das Rezept hatten wir doch schon. Aber das hier nehmen wir natürlich mit. Schrott sieht gut aus. Habe ich denn hier mehrere Skillpunkte? Gibt es irgendwas, damit man mehr tragen kann? Was haben wir hier? Mhm. Okay. Doppelt so viele Pflanzen. Gegner hervorheben ist eigentlich auch ganz gut. Nicht schlecht. Die Menge an Kram. Oh, das haben wir schon, oder wie? Das haben wir schon. Cool. Das hier will ich haben. 4 Upgrades brauchen wir aber hierfür. Dann nehme ich mir auf jeden Fall das hier. Die Armbrust ist echt nützlich. Mit der kann man echt viel machen. Die ist sehr, sehr gut Schmenderle. Mit der kann ich arbeiten. Was ist die nächste Mission, die wir anstreben? Hierhin und hier hätten wir das Dorf. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hin, oder? Irgendein Upgrade oder sowas noch hier? Hier wäre sogar noch ein Upgrade. Ich brauche das Upgrade. Ich brauche ein bisschen mehr Fokus. Ich brauche eigentlich alles. Fokus, Ausdauer. Ich brauche alles, Leute. Ich würde natürlich auch alles eiskalt nehmen, wenn ich könnte. Warte mal, hier kann man auch irgendwas mitnehmen. Was kann ich hier noch mitnehmen? Ach, natürlich wieder diese Rotzaxt. Klar, sie macht super viel Schaden, aber ich glaube, ein Hieb minus 10 oder sowas. 10 mal zuschlagen und das Ding ist Schrott. Ist halt nicht so prickelnd. Ist nicht so gilly. Ah, komm, jetzt kann ich hier... Ah, ne. Ich dachte schon, das wäre die Axt, was wir hier sehen. Aber es sind Pilze. Brauchen wir Pilze? Wir brauchen Zweige. Zweige sind wichtig für... Munition. Ein Massengrab. Ich vergesse immer, wie nah es am O'Leary Mountain ist.
Moment, Moment, ein Massengrab, aber das ist hier keine Seuchenzone, oder? Hier ist nur ein Hinweis. Das hier ist aber keine Seuchenzone. Wann kommen denn mal diese richtig geilen Missionen mit der Horde? Auf die bin ich halt mega gespannt. Klar, ich könnte sie wahrscheinlich jetzt eh nicht meistern. Ich muss halt viel mehr looten. Das ist ein Problem. Weil ich einfach viel, viel mehr Geld benötige und Vertrauen. Ein Tintling. Heute ist das Wetter echt beschissen. Wartet mal. Was hier drüben? Irgendwas geht hier drüben ab. Ey! Schnauze, Vibe. Ist das dein Liebhaber? Ah. Mach ich beide platt. Was haben wir hier drüben? Waren wir hier schon? Klar waren wir hier schon, aber hier ist doch gar nichts. Hier ist doch nichts. Warum wird mir denn hier sowas Unwichtiges angezeigt? Sprit. Wir müssen echt achten auf den Sprit. Na, jetzt geh doch drauf. Weil der Sprit geht mir schon wieder dezent flöten. Ich hasse dieses Nebelwetter. Ist gar nicht schön. Dann holen wir uns erstmal hier drüben jetzt ein Upgrade. Und Wölfe. Geil, Mann. Genau sowas brauche ich jetzt. Killerwölfe. Nick, hörst du mich? Hast du den Heli gefunden? War es derselbe Kerl, den wir auf dem Dach gesehen haben? Ah, ja, ja. Genau der. Ist der, wer wir sind? Sarah, was passiert ist? Ich weiß nicht. Sie mussten nach Süden. Er erinnert sich an sie, aber nicht an das, was passiert ist. Aber, warte, du glaubst nicht wirklich, dass sie noch lebt? Was? Nein. Ich meine, nein, hör mal, ich bin nicht blöd, Bruce. Ich will einfach wissen, was ihr zugestoßen ist und wo sie gestorben ist. Vielleicht findest du dann endlich. Keine Frieden. Ich brauche keinen Frieden. Scheiße, Bruce. Wie komme ich denn da hoch? Noch einer? Ich brauche keinen Frieden. Scheiße, Bruder. Ich muss los, okay? Dicken Ende. Alter, wie zum Geier komme ich hier hoch? Karte. Ich kann hier nirgendwo klettern. Kann man hier hoch? Warum kann man hier nicht hochklettern? Warte mal, warte mal. Ist das ein Bug, was ich hier gerade nutze? Fühlt sich nämlich nicht offiziell an. Ja, hier will ich hin. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Wow, easy. Ganz easy, Partner. Alter, wie viele sind denn da schon wieder? Warum? Warum sind hier so viele? Reparier das Ding mal bitte. What? So. Oh, Kacke! Oh, Kacke! Ausdauerverbrauch, toll. Toll, 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 toll. Woher kommt der denn jetzt?
Boah, die machen mich ja gerade ganz schön nass. Einmal weniger. Alter, wie krass 6-7 Gegner sind. Na, Kopfschmerzen? Habe ich es jetzt endlich geschafft? Kann ich mich endlich mal hier in Ruhe umsehen? Warum liegt hier ein toter Wolf? Keine Ahnung, sein Fleisch ist gut und lecker, deswegen nehme ich es mit. Geht's hier rum? Ach, hier geht's rum und ich suche die ganze Zeit, weil es hier keine Wegführung gibt. Nein, hier geht's doch nicht rum. Und hier geht's auch nirgendwo rüber. Das bedeutet, man kann nur von der anderen Seite oder mit einem super krassen Sprung. Glaubt ihr das? Wir versuchen es. Wenn ich drauf gehe, gehe ich halt drauf. So, ich habe gespeichert. Benzin ist auch so gut wie leer. Das ist schön. Also entweder verrecken wir jetzt oder wir gewinnen. Aus dem Weg! Super. Super, es war so knapp. Aber ich denke, man kann es schaffen. Man kann es schaffen, denke ich. Vielleicht ein bisschen mehr Speed. Baum. Ja. Oh, warum müssen da jetzt aber auch jede Menge Zombies rumeiern? Immer dann, wenn man mal ein bisschen Zeit braucht. What the fuck? Alter, gebt mir doch mal eine Pause. Woher kommen die denn alle? Das gibt es doch nicht. Gib mir das hier. Nein. Na, rüber. Benutzen. Perfekt. Heilige Scheiße! Schlägt erstmal hier elegant ins Nichts. Nur noch die Schlampe. Oh, endlich. Und was machst du hier für eine Party? Keine Ahnung, hier mit deinen Ohren. Kann ich jetzt bitte einmal versuchen, mich da drüben umzubringen? Danke. Abgesägte Schrotflinte gibt's hier noch. Wo? Du hast hier nie Ruhe. Du hast hier offiziell nie Ruhe. Jetzt kommt hier schon wieder eine angewackelt. Bist du der Letzte? Alter, nee, da kommen schon wieder welche aus dem Wald. Die ganze scheiß Family da hinten. Bist du die Letzte jetzt? Ich will nur diesen Sprung hier noch machen. Dann ist die Folge vorbei und dann geht's in der nächsten Folge gemütlich und lässig weiter mit der Story. Okay, versuchen wir's. Jetzt wird da hinten geschossen. What the fuck? Wie die einfach mir nicht gönnen, dass ich da mal... So, wir speichern jetzt noch. Dass ich da mal einen Sprung wage. Echt jetzt?
Ihr kostet mich so viele Nerven, ihr widerlichen Mistviecher. Da hinten kommt schon wieder einer. Vergiss es, Mann. Vergiss es. Vergiss es. Ich muss jetzt einfach diesen Sprung machen. Weil dann noch einer kommt und noch... Nee, du hast hier nie Ruhe. Du hast hier nie Ruhe. Guck mal, da hinten am Wald steht schon der Nächste. Am Wald? Im Wald. Eigentlich wollte ich sagen am Baum, aber ich bin schon total durch. Weil ich hier nur fucking Zombies wegschnetze. Gib mir jetzt ganz kurz noch ein bisschen Zeit für den Sprung, ja? Danke. Uff. Einfach nur uff. Ich krieg das schon hin. So, mehr ist nicht dran. Und jetzt machen wir den Sprung. Ja! Na also, geht doch! Verfickt, noch eins! Noch mehr von diesen Scheißviechern! Alles nur für so ein Upgrade! So, saftig. Absolut saftig. Was habe ich gefunden? Technologie? What? Oh, noch ein Neuroinjektor. Und gut. Jetzt hole ich mir hier Fokus. Gönnst du dir Fokus? Ich hatte immer Probleme, mich zu konzentrieren. Und jetzt nicht mehr wegen High-Steroiden. Und mein Controller redet wieder. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewertung da lassen für meine Nerven. Und tschüss! Ich habe bestimmte Stops, die ich machen muss. Zeitabhängige Tests, die ich durchführe.